So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gotha Lokalfernsehen. Sascha Bieler ist bei mir, das erste Politikinterview im neuen Jahr. Sascha Bieler, für unsere Stammzuschauer ist das ja kein Geheimnis, Landtagsabgeordneter der Linke im Thüringer Landtag und dabei auch zuständig für Kommunales. Und um Kommunales ging es bei einer großen Pressekonferenz in der vergangenen Woche, denn Sascha Bieler hat in dieser Funktion Bilanz gezogen. Ja, erzählen Sie mal, wie ist die Bilanz denn ausgefallen? Der Gegenstand der Konferenz mit den Medien war eine große Anfrage, die wir im letzten Jahr eingereicht haben. Große Anfrage ist deshalb bedeutsam, weil das die Fraktionen einreichen mit ganz vielen detaillierten Fragestellungen zu einem konkreten Thema. Und die Regierung hat dann bis zu einem halben Jahr Zeit, das zu beantworten. Die Antwort haben wir dann im Herbst bekommen. Über 1500 Seiten dick oder stark, also ein großer Papierstapel mit umfangreichem Datenmaterial. Das haben wir jetzt ausgewertet und konnten ein Resümee ziehen, dass also insbesondere seit 2014 mit dem Politikwechsel unter Rot-Rot-Grün die Kommunen finanziell von dem Politikwechsel maßgeblich profitiert haben. Kann man das ein bisschen mit Zahlen unterlegen? Wenn man sich beispielsweise anschaut, wie die Kommunen in Summe in den letzten Jahren ihre Jahresabschlüsse fertiggestellt haben, dann hat man gesehen, dass sie in den zurückliegenden Jahren von Jahr zu Jahr immer Überschüsse erwirtschaftet haben. Bei Unternehmen würde man Gewinn sagen. Wenn ich alle Jahre, die Zahlen schwanken, aber alle Jahre seit Rot-Rot-Grün mal so einen Durchschnittswert bilde, dann reden wir über 230 Millionen Euro jährlich von Jahr zu Jahr. Das ist doch erstmal eine Zahl, auf die kann man zurückschauen und sagen, offensichtlich hat Rot-Rot-Grün gewirkt. Ja, dann scheint es aber offensichtlich auch ein Beobachtungsproblem zu geben. Die CDU hat sich ja nach ihrer Pressekonferenz in der vergangenen Woche schon gemeldet und hat mitgeteilt, das wäre alles reiner Schein, denn nur sie, die CDU, habe dazu beigetragen, dass die Kommunalfinanzen bestens ausgestattet seien, insgesamt in den vergangenen 3 Jahren um 1,5 Milliarden. Was sagen Sie denn dazu? Ich empfehle der CDU erst einmal, die Drucksache zu lesen und die Zahlen auch wirklich zu verarbeiten und auszuwerten. Und dann kann man auch in die Diskussion darüber kommen. Es ist richtig, dass die Zuweisungen an die Kommunen in den letzten Jahren immer stärker ausgefallen sind. Aber das ist nicht der Verdienst der CDU alleine, sondern Rot-Rot-Grün hat mit jedem Landeshaushalt, mit jedem Finanzausgleich für die Kommunen von Jahr zu Jahr den Kommunen mehr Geld gegeben, als ihnen nach Verfassung zustehen würde. Also die Zuweisung war immer höher als das, was die Kommunen kriegen müssten. Und unabhängig davon ist es immer von Jahr zu Jahr gewachsen. Und dann ist es einfach in den Verhandlungen mit der CDU so gewesen, dass die CDU noch mal mehr Geld wollte. Aber dieses Plus an sich, dieser Grundsatz als Basis, ist durchaus auf die erfolgreiche rot-rot-grüne Kommunalpolitik zurückzuführen. Bleibt die Frage, ob in naher Zukunft die Kommunen aus Ihrer Sicht finanziell besser ausgestattet sind, als es vielleicht anderswo den Anschein hat oder als es auch korportiert wird. Der Gemeinde- und Städtebund redet ja immer noch davon, dass die Kommunen strukturell unterfinanziert seien. Die Gemengelage ist unterschiedlich. Es gibt tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, vor allem große Städte, die noch immer Probleme auch bei der Finanzierung ihrer Aufgaben haben. Und die große Masse der Überschüsse, über die ich eben gesprochen habe, waren in den letzten Jahren vor allem bei den kleineren Gemeinden festzustellen. Das ist aus meiner Sicht ein strukturelles Defizit, weil diese kleinen Gemeinden sich nicht an der Finanzierung der Aufgaben in den zentralen Orten mit beteiligen. Das heißt, sie nutzen zwar die Infrastruktur beispielsweise der Kreisstadt Gotha mit, bezahlen aber nichts. Dafür muss allein die Stadt Gotha bezahlen, aus ihren alten Steuereinnahmen oder auch aus den Zuweisungen des Landes. Die Gewinne werden aber an den kleineren Gemeinden erwirtschaftet und die Stadt Gotha muss eher schauen, wie sie zurechtkommen. Und diese Effekte haben wir im ganzen Land. Ist in dem Moment, wir bleiben mal beim Beispiel des Landkreises Gotha dabei, eine Art und Weise der Finanzierung solcher Dinge oder infrastruktureller Dinge ähnlich möglich, wie man es damals bei der Thüringer Waldbahn gemacht hat, vor 20 Jahren in großer Existenznot mit der Frage, wird sie abgeschafft oder nicht? Und der Landkreis hat ja dann entschieden, dass auch Kommunen, also auch im Landkreis, die Kommunen ihren Anteil zahlen, indem man es in den öffentlichen Personennahverkehr richtig eingegliedert hat. Wäre so etwas eine Zukunftsmöglichkeit auch bei anderen Fragen?
Gäbe es, wäre aber immer nur bisher wie auf dem freiwilligen Wege möglich. Es gab vor 2 Jahren ein Gutachten der Universität Köln, die haben mal im Auftrag des Landes Vorschläge unterbreitet, wie man die Kommunalfinanzierung anders gestalten könnte. Das würde in genau diese Richtung gehen, dass man sich also anschaut, welche Aufgaben hat eine Gemeinde, eine Stadt, welche Aufgabe nimmt sie auch für das Umland mit wahr und wie kann man das über die Zuweisungen des Landes so gestalten, dass die das also mitbezahlen. Das hätte aber zu einer Umverteilung innerhalb der kommunalen Familie geführt und das hat am Ende dazu geführt, dass ganz viele politische Akteure gesagt haben, wir wollen dieses Modell, diese Vorschläge nicht umsetzen. Ich muss ja den einen mehr geben, was ich den anderen wegnehme und niemand wollte den anderen etwas wegnehmen. Es ist aber eine Frage der Gerechtigkeit und der Solidarität. Komischerweise reden Bürgermeister untereinander nicht über Solidarität. Die reden nicht darüber, warum geht es der einen Ortschaft besser als der anderen, sondern die sagen immer nur, die, die nicht so viel Geld haben, müssen mehr Geld vom Land bekommen. Und die, die aber schon genug haben, die müssen das trotzdem wieder ausgeglichen bekommen. Das ist ja eine sehr interessante Frage. Bleiben wir mal beim Thema Gerechtigkeit. In dem vergangenen Jahr kam in dem einen oder anderen Bürgermeistergespräch, unsere Stammzuschauer wissen das, ich erinnere an das Gespräch mit Christian Jakob, dem Bürgermeister der Gemeinde Apfelstedt. Apfelstedt? Dreieichen. Genau, ne? Pardon. Und er hat darauf verwiesen, dass man auch inhaltlich ein Stück weit verlernt hat, darüber zu reden, zum Beispiel über die Sozialausgaben. Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen. Ich meine, da leidet ja, Sie sind ja Kreistagsmitglied im Wartburgkreis, jeder Kreis darunter. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Muss man einfach auch mal darüber reden, was noch möglich sein kann in Zukunft, ohne dass man gleich mit der großen sozialen Schere droht? Naja, im Sozialbereich haben Sie ja meistens Leistungsgesetze. Das sind im Regelfall Bundesgesetze, wo der Bundesgesetzgeber vorgegeben hat, welche Ansprüche haben die Betroffenen. Und die gehen dann zum Jobcenter oder auch zum klassischen Sozialamt, stellen einen Antrag und bekommen das, was ihnen per Gesetz zusteht. Da hat auch der Landkreis über die Verwaltung wenig Möglichkeiten zu steuern. Hier ist es allerdings so, dass wir in den Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen jetzt in diesem Jahr auch das Gesetz geändert haben, dass wir also stärker darauf abstellen, dass die Landkreise insbesondere, die hohe, ich sage jetzt mal mit dem alten Begriff Sozialhilfeempfänger haben, also viele und geringere eigene Einnahmen über die Kreisumlage für die Gewerbesteuer der Gemeinden, dass die einen stärkeren Ausgleich aus dem Topf bekommen und diejenigen, die es im Grunde genommen stärker aus eigener Kraft schultern können, weniger aus diesem Topf bekommen. Da haben wir schon für mehr Gerechtigkeit und Solidarität im System gesorgt. Kommt das an? Ich denke schon. Also das wirkt ja erst ab diesem Jahr. Das haben wir jetzt im Dezember neu beschlossen. Das war eine Vereinbarung, die auch im Vorfeld mit den kommunalen Spitzenverbänden so diskutiert wurde. Insofern gehe ich davon aus, muss man sich nach 2, 3 Jahren anschauen, wie die Wirkung ist, dass dadurch erst einmal die Grundbedürfnisse auch stärker berücksichtigt sind. Glauben Sie, dass die Art und Weise, wie es im Augenblick gehandelt wird bei den kommunalen Finanzen, zukunftsfähig ist? Na, ich plädiere dafür, dass wir, wenn wir uns das Steuer- und Finanzsystem der gesamten Bundesrepublik anschauen, dass die Kommunen insgesamt einen höheren Anteil an den Steuereinnahmen auf Bundesebene auch bekommen müssen. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir uns beispielsweise die Entwicklung anschauen, dass die Kommunen vom Anteil ihres Gesamtvolumens her immer weniger Gewerbesteuereinnahmen haben. Also die lokale Wirtschaft trägt immer weniger zur Finanzierung von kommunalen Aufgaben bei. Gleichzeitig aber der Anteil der Einkommensteuer wächst, das heißt die abhängig Beschäftigten tragen immer mehr zur Lastenfinanzierung bei. Und wenn wir da eine Verschiebung haben, heißt das natürlich auch, dass es auf Bundesebene eine Verschiebung gibt, weil die Einkommensteuer eine Bundessteuer ist, davon kriegen die Kommunen etwas ab. Die Gewerbesteuer ist eine kommunale Steuer, davon kriegt aber der Bund wieder was ab und das Land hängt immer mit dazwischen. Ich glaube, da müssen wir für eine Vereinfachung sorgen, für mehr Transparenz. Und wenn wir uns dann am Ende darüber einig sind, dass die wesentliche Wirkung der Politik in den Kommunen stattfindet, weil da erleben die Leute, was Politik bedeutet. Da sind die Schulen, da sind die Straßen, da sind die Kindergärten, da ist auch der Bürgermeister, den kann ich anfassen. Den Kanzler sehe ich nicht so oft, außer vielleicht in den Fernsehen. Aber wenn ich will, dass Politik als erfolgreich wahrgenommen wird, als etwas, was für die Menschen da ist, wo politische Entscheidungen für die Lebenssituation, für eine verbesserte Lebenssituation der Menschen am Ende da ist, dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass die Kommunen finanziell gut ausgestattet sind. Und da muss auch der Bund seinen Anteil leisten. Das heißt, ist das ein bisschen weg, ein Delegieren an die Bundestagsfraktion, dass man was ändern muss? Wenn Sie mit Bundestagsmitgliedern reden oder mit Ministern, das kommt ja auch vor, haben Sie das Gefühl, dass man das dort erkannt hat?
Ich denke, diejenigen, die sich damit beschäftigen, ja, es ist nur schwierig, dafür eine neue Struktur zu sorgen. Wenn Sie alleine sich anschauen, was die Finanzierung der Gewerbesteuer anschaut, haben Sie ja viele Unternehmen, die ihren Stammsitz in den alten Ländern haben und im Osten, wenn wir das jetzt so sagen wollen, im Grunde genommen Zweigstellen. Aber die Versteuerung erfolgt anhand der Beschäftigten, der Bruttolohnsumme, wodurch die Konzernspitzen natürlich viele im Westen sitzen und die Wertschöpfung, die hier erzeugt wird, dann über die Umsatzsteuer und Gewerbesteuer aber in den Westen abfließt. Da haben die westdeutschen Finanzminister kein Interesse daran, dass es die ostdeutschen Länder, dass die mehr am Ende kriegen und mehr an die Kommunen verteilen können. Von daher sind das noch sehr dicke Bretter und wir reden nicht über einen Zeithorizont von 5 oder 10 Jahren, wo eine Verbesserung eintreten kann. Apropos dicke Bretter, ich meine, Sie sind nach wie vor Mitglied der stärksten Fraktion im Thüringer Landtag. Was haben Sie sich denn vorgenommen für das Jahr 2023? Weiterhin eine gute, kluge Politik für das Land und die Menschen in diesem Land zu machen. Und ich hoffe, dass das Wahlkampfgetöse mit Blick auf nächstes Jahr nicht schon in diesem Jahr politische Prozesse im Landtag überlagert. Ja, bleibt ein Blick auf die Haushaltsverhandlungen im letzten Jahr. Die waren ja nicht frei von Konflikten. Im nächsten Jahr wird gewählt. Lässt das Gutes vermuten für die Haushaltsverhandlungen, die Ende dieses Jahres für das nächste Jahr kommen müssen? Ich bin notorischer Optimist, aber so wie sich die CDU in den letzten Monaten verhalten hat, ist es schon schwierig. Also erst überhaupt nicht zu reagieren, auf Einladungen zu Gesprächen, die Termine abzusagen, dann kurz vorher zu sagen, wir reden mal drüber und vereinigen uns auch mit Rot-Rot-Grün über bestimmte Projekte, wo die CDU dann sagen kann, das haben wir durchgesetzt, das gehört am politischen Kompromiss mit dazu. Und sich dann aber in der entscheidenden Sitzung zu erklären, wir stimmen dem nicht zu, wir lehnen uns zurück, wir enthalten uns, das ist aus meiner Sicht politische Verantwortungslosigkeit und ist kein Beleg dafür, dass die CDU in der Verfassung ist, nächstes Jahr tatsächlich irgendwie Regierungsverantwortung übernehmen zu können. Ja gut, die Aussage muss jeder für sich selber bewerten. Aber noch einmal, was erwarten Sie sich außerhalb der Allgemeinplätze noch an konkreten Sachen, vielleicht für den Wahlkreis? Nun gut, also wir haben ja ein paar Projekte auch im Landeshaushalt für dieses Jahr mit verankert. Die werden dann auch abgearbeitet und umgesetzt. Also wir haben ja beispielsweise vereinbart, dass es eine Untersuchung geben soll, was mit dem Lehrlingswohnheim passieren soll, wie da die Zukunft aussehen soll. Das sind natürlich schon Dinge, die auch für die Zukunft mitwirken. Also das haben wir schon gemeinsam so verabredet und auch beschlossen. Es wird ja die Frage der die weitere Untersuchung Oratalbahn, also auch das sind ja Prozesse, die auf den Weg gebracht wurden und die muss man jetzt einfach konsequent weitergehen. Gut, Sascha Bielay, Landtagsabgeordneter der Linke im Thüringer Landtag, über Kommunalfinanzen im Land und auch über die Arbeit im Wahlkreis und den Ausblick aufs neue Jahr. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gern. Ihnen einen schönen Tag, bleiben Sie uns treu.